Da sind wir wieder zurück, um ein bisschen Kammerjäger zu spielen. Und ich würde sagen, wir scheißen jetzt mal auf Munitionssparsamkeit. Wir nehmen Granatwerfer und Schrotgewehr, denn ich bin nicht scharf drauf, von denen getroffen zu werden. Und so ein kleiner Einwand. Da unten war eine Kapsel kaputt und wir haben eine Kakerlake bereits erledigt. Wo kommen die anderen zwei her? Da war eine Kapsel kaputt. Frechheit. Na gut, schauen wir es uns mal an. Ich hoffe, wir kommen da ganz gut durch. Mal schauen. Eigentlich gingen die Viecher ja ganz gut zu bekämpfen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich sehe nichts. Wir schießen einfach mal. Okay, ich glaube, das war's. Das war jetzt eine ziemliche Munitionsverschwendung gerade. Aber ich habe ja gesagt, wir scheißen drauf auf Munitionssparsamkeit. Billy hat noch einen Schuss übrig. Wunderbar. Den lassen wir ihm auch drin. Wir müssen bloß dran denken, dass wir bei Zeiten mal... Okay, damit hat sich auch geklärt, wo die anderen beiden herkommen. Die Kapseln sind kaputt. Die anderen beiden, wo noch Viecher drin waren. Wir müssen bloß dran denken, dass bei Billy eben jetzt nur noch ein Schuss drin ist und dass wir bei Zeiten dann auch wechseln müssen. Also Munition wechseln müssen. Ich glaube, ich wechsle mal auf die Pistolen wieder zurück. Nur für den Fall, dass doch noch mal ein paar Zombies unterwegs sind. So, vor allem können wir aber auch, falls wir doch ein bisschen mehr Platz brauchen, jederzeit die eine Granate dann doch auf den Boden schmeißen und haben dann wieder ein Feld frei und schmeißen dann halt die Säuregranaten in den Werfer rein. So, schauen wir uns aber erstmal hier ein bisschen um. Hier läuft alles noch soweit. Ja, sieht in Ordnung aus. Niemand neu dazugekommen. Dann würde ich sagen, da wir jetzt das komplette Abwasserwerk hinter uns gelassen haben, Aufbereitungswerk, es ist nur noch der eine Bereich da im Prinzip. Und ich sehe gerade, das ist eine Sackgasse. Okay, das ist spannend. Ja, da ist auch nichts, das irgendwie in der Ecke mit sein könnte. Das ist sehr interessant. Wir kommen da unten dann nicht weiter. Und ich muss sagen, dieser Raum, der am Ende des langen Ganges wartet, der sieht verdammt aus, als ob man dort einen Endgegnerkampf hat. Ich glaube, ich lade schon mal bei Billy die Säuregranaten rein. Billy? Säuregranaten. Jetzt. So, und Rebecca nimmt schon mal das Ding in die Hand. Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich jetzt hier vertue und dass das gar nicht so ist, aber sicher ist sicher. So, mit Billy müssen wir dann noch hier kurz die Cutter durchziehen. Gut. Ich bin gespannt. Das Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchen Sie nicht mehr, dann weg damit. Gut. Ich hoffe mal, jetzt hier im Gang kommt niemand, aber wir schauen mal. Klingt zumindest nicht danach. Okay. Ich glaube, das Aufbereitungswerk haben wir damit jetzt wirklich hinter uns gelassen. Wir kommen jetzt zu einem anderen Teil und ich sehe Magnum-Munition. Das ist ein Zeichen dafür, es könnte bald ein bisschen ungemütlicher werden, glaube ich. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt haben. 14 Schuss nochmal, plus 8, macht 22, sehr schön. 22 Schuss Magnum, finde ich gut. Also wir haben genug Munition, wir haben einmal was zum Heilen. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Oh crap. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Oh.
time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker. Birkin. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Ist natürlich ärgerlich mit der Asynchronität, weil die ein bisschen den Effekt versaut, aber lecker. Okay, ich glaube, das ist der Endkampf. Oh, ist das langsam hier. Einfach draufhalten auf das Ziel. Oh, Billy, warte mal, Billy. Wir haben doch noch was Besseres. Hier. Oh ja, komm schon. Wow. Wow. Bitch, please. Kriegen wir es hin? Kannst du mal zu Rebecca wechseln vielleicht? Nein? Oh shit. Ich glaube, das ist unangenehm, was er da macht. Okay. Sollten wir vielleicht mal weggehen? Okay, sie hat jetzt auch was abgekriegt. Hält er noch was aus? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er lebt noch. Immer drauf, immer feste. Oh, crap, weg. Na, nicht doch. Shit, ich glaube, ich sollte mal ganz schnell checken, wie es bei mir so aussieht. Leute. Kriegen wir es hin? Oh, komm schon. Mach mal hier bitte Pause, danke. Das hat ja gedauert. Ja, Billy sieht nämlich gar nicht mehr so gut aus. Und Billy hat nicht mehr viel Money. Ja, dann lass doch mal zu Rebecca wechseln vielleicht. Sie hat noch ein bisschen. Okay. Jetzt kommt natürlich gerade alles an ungünstigen Sachen hier im Spiel zum Tragen, was bei mir bisher so aufgetreten ist. Fällst du um? Nein. Ah, sehr gut. Haben wir ihn? Zumindest ist er umgefallen. Okay, wir schauen erstmal, was hier so auf dem Boden liegt. Zumindest ist er umgefallen. Okay, ein komischer Schlüssel. Wir laden vielleicht erstmal nach und checken mal so ein bisschen die Lage aus. Eieieiei. Okay, drei Schuss hätten wir dann da noch. Ich glaube, ich muss Billy dann mal die Pumpgun in die Hand drücken. Denn, naja, bei ihm sieht es jetzt nicht mehr so doll aus, was Munition angeht. Ja, komm, machen wir so. Wie machen wir das denn jetzt ansonsten? Ich muss sagen, es ärgert mich echt total, dass wir hier jetzt so einen Raum haben, in dem wir übelste Lags feiern. Und dass auch das Video jetzt gerade so komplett verzogen war. Weil es halt einfach den Effekt jetzt am Ende des Spiels kaputt macht. Wo dann doch mal was passiert. Ich muss sagen, ich würde eigentlich äußerst gern nochmal zurückgehen und irgendwas zum
Heilen holen. Ich meine, er liegt jetzt sowieso einmal hier. Rohrschlüssel, okay. Wir schauen uns die Dinger kurz mal an. Ich habe keine Ahnung, was genau sie jetzt darstellen sollen, die Teile, aber naja. Gut, schauen wir mal kurz drauf. Ein Spezialschlüssel, der Buchstabe L ist in die Goldplatzierung eingraviert. Okay, dann steht auf dem anderen wahrscheinlich R und wir müssen Billy und Rebecca jeweils einen geben. Oder? Ha, wer hätte das nur gedacht? Gut, wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir geben Billys Waffe mal... Nein, nicht kombinieren. Wir geben Billys Waffe mal zu Rebecca mit rüber. Und Billy kriegt dafür einen von den Schlüsseln. Und ich werde es, glaube ich, trotzdem so handhaben, dass ich erstmal kurz zurückgehe. Lassen wir unseren Freund doch einfach mal... Hier ist es voll eklig. Lassen wir unseren Freund doch einfach mal kurz hier liegen. Oder ich schaue noch mal kurz auf die Karte. Wie sah es denn jetzt aus? Ja, wir haben dann eine Tür. Okay, ich weiß nicht, was noch kommt. Deswegen, ich will lieber auf Nummer sicher gehen. So, aber ich mache es folgendermaßen. Ich werde das Spiel kurz unterbrechen. Für das Let's Play ist es ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt den ganzen Weg zurückgehe. Ich werde mich nur heilen mit Rebecca und vielleicht auch ein bisschen Heilzeug einstecken. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt genau arrangiere. Vielleicht lasse ich auch einfach eine Pistole mal liegen. Die brauchen wir jetzt vielleicht doch nicht mehr. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder hier genau an dieser Stelle, wenn ich dann ein bisschen besser ausgestattet bin. Bis gleich. Okay. Wir können weitermachen. Ich habe Rebecca jetzt mal geheilt und habe ein bisschen was an Heilzeug eingesteckt. Hab mir dabei jetzt gesagt, scheiß auf Rebeccas Pistole. Es reicht, wenn wir eine haben. Und zwar natürlich die besser aufgerüstete. Dafür habe ich lieber zweimal was zum Heilen eingesteckt. Denn ich muss zugeben, ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt schon der Todesstoß für das Vieh war. Wir haben also den großen Endgegner wahrscheinlich dieses Spiels gerade gesehen und bekämpft. Und meine Vermutung war fast richtig. Ich habe ja vermutet, dass die Egel Dr. Marcus versucht haben zu imitieren. Letztendlich war es dann so, dass Dr. Marcus natürlich getötet wurde, aber wiederbelebt wurde durch die Egel. Ist ja fast so ähnlich. Irgendwie ist er ja trotzdem nicht mehr Dr. Marcus, denn er kann ja offenbar sein Aussehen zu seiner jüngeren Form verändern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Vieh jetzt wirklich tot ist. Denn in Resident Evil konnte man sich, also in Resident Evil 1, konnte man sich ziemlich sicher sein, wann der Tyrant besiegt ist. Nämlich dann, als der vom Raketenwerfer zerfetzt wurde. Das war hier nicht der Fall. Und zwar weder für den Tyrant, den wir bekämpft haben, noch für die Egelkönigin. Ich glaube, er hat gesagt, Egelkönigin, ne? Ist in ihn reingegangen. Oder dieses Egelvieh halt. Von daher, ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt schon war. Und wir haben jetzt die Schlüssel gekriegt, die wir vermutlicherweise an der Tür drüben anwenden können, um dann da zu der Schreibmaschine vorzustoßen. Da würde ich auf jeden Fall nochmal speichern wollen. Ich habe es jetzt oben nicht nochmal gemacht, als ich das Zeug geholt habe. Ja, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dann nochmal kämpfen müssen. So, aus Gründen von Drama, Drama und so, ne? Schauen wir erstmal, ob er jetzt noch liegt. Kann ja sein, dass er schon weg ist. Ah, sieh mal an, da hat schon jemand aufgeräumt. Also, ich glaube, meine Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet und ich mag diesen Raum überhaupt nicht. Hier gibt's Feuer, hier gibt's glibbrige Egel, alles, was irgendwie dafür sorgt, dass wir hier langsam vorwärts kommen. Und ich meine, das war auch der langsamste Kampf aller Zeiten. Was war denn das jetzt? War das links oder rechts? L. Okay. Sie darf also links hin. Er geht rechts hin. Ich will aber noch mal ganz kurz schauen, ob hier hinten irgendwas in der Ecke liegt. Ey, hier geht's doch noch mal um die Ecke, Mensch. Noch mal ein ganzes Stück. Und ich sehe gerade, da hinten liegt noch mehr Magnum-Muni. Okay, wir haben ja im Prinzip noch gar nichts von dem Raum gesehen. Wir haben ja gleich davon gegen ihn gekämpft. Und so wie es aussieht, hätte ich dadurch ein ganzes Stück Bewegungsfreiheit gehabt. Aber ich meine, gut, letztendlich einfach draufhalten, einmal heilen ist okay. Und damit hatte sich das ja dann auch... Wir haben ja die Heilgegenstände. Es ist ja nicht so, als hätten wir sie nicht. Das sieht so voll aus, als ob man den hier in eine Falle locken müsste, muss ich zugeben.
Das ist ein voll komisches Gebiet hier. Oh, hier kann man ja Mensch mal ein bisschen schneller machen. Okay. Was ist das eigentlich? Nee, lass mal kurz die Kamera da. Kannst du nicht anschauen. Gut, die Egel scheinen ja alle relativ inaktiv zu sein hier. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns gar nicht weiter... Billy, geh mal zur Seite. Wir beschäftigen uns gar nicht weiter mit denen, sondern wir kümmern uns um diese Tür, die sich wahrscheinlicherweise dann mit den Schlüsseln öffnen lässt, die natürlich zufällig von dem Vieh fallen gelassen wurden. Ist doch logisch. So, dann wenden wir den Spaß doch einfach mal an. Klack. Schnell zu Rebecca. Und auch mit dir den Schlüssel rein. Tür auf. Wunderbar. So will ich das sehen.